Zugvogel ist die Aufgabe, ist mit einer schweren Metalllieferung beladen und muss zum Rangierbahnhof und so weiter. Ja, wir machen die Mission, keine Ahnung, was wir nochmal machen müssen. Wir haben eine schwere Metalllieferung und ich werde jetzt schon wieder angejault. Probieren wir es einfach mal mit dem Quengelgeist. So, Hauptschalter auf neutral. Um die Bremse aufzuladen. Dann den Hauptschalter auf vorwärts. Die Zugbremse auf volle Leistung. Dann die Zugbremse auf 1B. Dann heben wir den Stromabnehmer. Und schließen den Kreis. Schalten die Lichter an. Dann machen wir die Spitzensignale auf hell. Wir sehen zwar immer noch nichts. Wir lösen die Parkbremse. War hier noch was? Ich glaube nicht. Dann lösen wir. Oh, lösen wir die Zugbremse. Wo haben wir denn jetzt hier nochmal Siefer gehabt? Siefer an, PZB an. Und wieder hinsetzen. Meine Güte. Da dachte ich mir einfach mal eben kurz fix die Folge aufnehmen. Und dann kommt wieder alles anders. Dann geben wir mal Gas. Weiß nicht, ob es das Bild wird, aber mal gucken. Das Screenshot wird Folge. Nächster Halt lädt Mate. Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt hier die Mitte? Ich kann auch die Schienen. Mitte ist ungefähr hier, schätzungsweise. Scheibenwischer wäre noch nicht schlecht. Hier war das V. Warum geht er nicht an? Ah, andauernd, okay. Den wollen wir mal. Die ganzen Szenarien kann ich mich auch beim besten Willen nicht mehr daran erinnern. Das ist einfach mittlerweile zu lange her und das ist nicht gerade. Das ist schräg, das sehe ich jetzt, glaube ich. Ja, das waren jetzt wieder zwei Sätze, die man auf einmal genommen hat. Ich weiß schon nicht mehr, was die erste das war. Den ich nehmen wollte. Wir dürfen prinzipiell gesehen, na, 95 gleich, was auch so wenig sieht, ne? Was ist denn jetzt davon der Unterschied? Keine Ahnung. Ich erkenne den Unterschied nicht.
So, 90 dürfen wir. Nur noch. Zugbeeinflussung. Das ist auf 70, ist ganz gedrosselt, ist richtig. Jawohl, Vollüberwachung 70. Diese Nachtfahrten hier schon wieder. Wait a second, ich kann ja ein bisschen rumtricksen. Dann sehe ich mehr. Kontrast ballern wir das auch nochmal hoch. Vielleicht sehen wir dann ein bisschen mehr. Ja, gut. Was macht denn. Oh Gott! Was macht denn Braten auch hier nicht fett? Also die Scheinwerfer sind gerade doch schon hell. Dezent hell. Zugbeeinflussung. Siefa. Zugbeeinflussung. Jetzt wenn raus ist, dürft. Oh Gott, Moment! Den 40 habe ich gar nicht gesehen. Das kam mir schon fast wieder ein bisschen überraschend. Oh, wir haben es da geschafft. Ja. Gelöst sind sie alle. Mal schauen, vielleicht kommt nächste Folge entweder Train Simulator oder eine andere Strecke von Train Sim World. Ich muss mal schauen. Wir sind jetzt auf dem Abdingsgleis. Zugbeeinflussung. Dann kullern wir mal zum Haltepunkt. Zugbeeinflussung. Ja gut, ne? Die 70, die fahren wir sowieso nicht aus, von daher. Ist das jetzt auch erstmal irrelevant? Unbedingt halten, nur anfangen zu halten müssen, glaube ich, noch nicht. Ich weiß aber noch nicht, wie stark jetzt die. Wie stark wir uns jetzt. Ne? Wie stark uns das Gewicht von hinten wegdrückt. Oder weiter noch weiter drückt. Ja, genau. Ich glaube, das, was ich sagen wollte, habe ich schon gesagt. Das ist hier gerade ein bisschen. Zugbeeinflussung. Ne? Bisschen spannend. ich könnte mir gut vorstellen, auch. Ja, also. Motivation und Train Simulator mal wieder was zu machen, ist dann jetzt deutlich mehr da. Da. Train Sim World wäre aber auch möglich. Da mal schauen. Da kommt wahrscheinlich von beiden mal wieder ein bisschen was. Ich glaube, das müssen wir warten, kann das sein? Bis zur
Richtig bekommen. Ein Zug weiter vorne hat Schwierigkeiten, deshalb werden sie nach Plettenberg umgeleitet, um Beeinträchtigungen zu minimieren. Ja, ich liebe ja sowas, ne? An einem Ort halten, Kreuztal, 32 Kilometer. Okay. Okay, wir haben grünes Licht. Können wir uns dann langsam wieder fortbewegen. Ich sagte, dann können wir uns langsam wieder fortbewegen. Dankeschön. Man muss es offenbar nur zweimal sagen, dann kommt man wieder vorwärts. Wunderbar. Zugbeeinflussung. So, dann sind wir jetzt noch da raus. Fahren zwar sowieso erstmal nicht wirklich schnell, weil wir immer noch in der 40er-Zone sind, aber dann können wir vielleicht mal die 100 ausfahren. Ich sehe ja schon die Zwangse auf uns zufliegen. Das ist wirklich so. Was denn das Wort ist auf uns zu fliegen? Ich weiß gar nicht. Es kann aber sein, dass also ja. Entweder North East Corridor oder New York Penn, würde ich gerade sagen. War das andere nochmal? San Jose, ja. Also das wäre auch möglich. Oder halt die andere deutsche Strecke. Mal gucken. Aber ich schätze mal dann wahrscheinlich eher auf der New York Penn. Dass ich da mal mit Zugsicherheitssystem fahre, um mich auf die andere so ein bisschen einzustellen. Auf die San Jose. Da habe ich so gesehen, mich aufs so, dass ich ein, zwei Folgen davon mache, so dass ich mich dann halt auch ein bisschen auf die Landschaft konzentrieren kann. Oder schauen kann. Nächster halt, wie gesagt, Kreuztal. In 32 Kilometer Luftlinie oder 31 Kilometer Luftlinie. Mal gucken. Also hier, also bei Nacht zu fahren, das ist natürlich schon was ganz anderes, ne? Da sieht man halt wirklich kaum was. Also muss man halt wirklich auf die Signale und auf die Beschränkungen deutlich mehr achten, weil man sie noch weniger sieht als ohnehin schon. So, dann machen wir den Leistungsregler auf aus. Wobei, es geht bergauf leicht, ne? Dann machen wir den mal auf 18% oder so. Das wird ungefähr dieses Tempo halten. So roundabout, dass es so, falls es dann irgendwie bergab geht, dass man dann halt, ne, ein bisschen mehr rollen kann. Auch wieder ein bisschen ausrollen, sodass wir ganz gemütlich auf die 80 kommen. Oder wir bremsen noch mal ein bisschen. So, passt. Wunderbar. Nochmal wieder ein bisschen aufrichter hin. Oh Moment, das Mikrofon sollte ja eigentlich hier sein.
weiß gar nicht mehr, warum ich. Ach ja, weil ich wollte da zwischen den Aufnahmen noch eine Pause, war deswegen. So. Dann schlängeln wir uns hier den Berg entlang, beziehungsweise im Rheintal, wo meine sind sogar zwei Deutschstrecken noch für auf. Oh, rotes Signal. Im Tunnel möglichst wenig Zugbeeinflussung. Folge war von 70. Die Notfallbremse, die war natürlich jetzt ja eigentlich reingekickt jetzt gerade. Die war eigentlich auch gar nicht wirklich gewollt. Die war mehr panisch als geplant. Deswegen rollen wir jetzt nochmal wieder ein Stückchen nach vorne. Geben einfach mal ein bisschen Schub, damit wir auch wirklich wegkommen vom Fleck. Wobei, wir haben keine Zeit, egal. Rollen wir halt ganz gemütlich dahin zum Signal. Warum auch immer ich es nicht sehe. Wir sind doch ein, obwohl ja, wir sind noch ein bisschen weiter davon entfernt, aber eigentlich schon relativ nahe. Gott, oh Gott, das Gewackel hier wieder. Da hinten ist es nicht mehr, glaube ich. Jetzt springt das natürlich auf grün. Okay, dann geben wir halt wieder Gummi. Warum bekomme ich eigentlich immer eine Zwangse, wenn ich nicht auf dem Monitor gucke, wo das Spiel läuft? Muss ich nicht verstehen, oder? Okay, die Vollüberwachung ist offenbar. Hat sie offenbar. Okay. Aber nee, die hat sich ja jetzt geändert wegen der Zwangse. So. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Von der Strecke sehe ich sowieso nichts, weil es dunkel ist und regnet. Und ich habe auch nicht auf den Bildschirmkopf gesagt. Zwangse Nummer 1. Aber bei 4 von 5 oder so hätte ich 4 von 5 Sternen, sag ich mal, von der Schwierigkeit her, hätte ich mich auch gewundert, wenn da nichts kommt. Wahrscheinlich haben wir gerade noch, also ich schätze mal, dass wir gerade eben nur noch
Zeitpunkt auch nur noch 20 oder 25 entfahren dürfen. Weil das Signal ja vorher rot war, schätze ich mal. Ich schätze mal, aufgrund der Notfallbremsung habe ich mir gerade die Zwangse eingebrockt. Zumindest meine Vermutung. Ja. Zugbeeinflussung. So, das nächste Signal ist dann auch wieder rot. Minuten sind eigentlich angesetzt für das Szenario, das wird wahrscheinlich länger sein. Da interessiert mich gerade. Ich habe dieses Szenario schon mal gefahren. Zugbeeinflussung. SIFA. Wie sah es denn damals aus? Das ist wahrscheinlich der falsche Zeitpunkt zu gucken. Suche noch die alten Folgen finden. Da. Okay, war 57 Minuten lang. Ja gut, warum ein bisschen länger? Nehmen wir mal 9%, so Pi mal Daumen. Ein bisschen flotter dürfen wir nicht zwar auch fahren, aber ich schätze mal, das ist auch nur ein kurzer Zeitpunkt, bis dann das nächste rote Signal kommt. Ich muss schon sagen, es kann am Szenario liegen, es kann daran liegen, dass wir nicht so schnell sind, aber aktuell ist das mit den Tunneln und dem Sound passend von der Zeit her. Also vom Sound her, vom Tunnelhall, den wir bekommen und so. Das kann natürlich daran liegen. Oh, wir sind gerade halt auf der Langsampassage. Und es kann natürlich daran liegen, dass wir. Die Frage ist halt, woran das liegt. Ob es halt an der Geschwindigkeit lag oder ob es an der Version des Spiels selber lag, dass es halt da in der Version halt den Bug gab. Oder ob es halt daran lag, dass man das Spiel halt länger gerade gespielt hat oder so. Also ich glaube. Ja gut, was heißt länger? Also wir waren halt in dem Spiel so, also beim meisten, wenn das aufgetreten ist, war man halt. Wobei, das war eigentlich ja schon immer so, ne? Also ist halt die Frage, ob das jetzt irgendwie. Oder ob es halt irgendwie so ein. Ne? Ja, nee, das habe ich ja schon gesagt, mit der Geschwindigkeit, dass das eventuell so eine Art Delay-Desync war oder sowas. Wobei das halt wenig Sinn macht. Auf einem, nennen wir es mal, in eine Singleplayer-Simulation, dass es da ein Delay gibt.
Weil das war ja eigentlich noch nie so festplattenfressend, während man es gespielt hat. Sagte er, und die Festplatte ging kurz auf 100%. Aber das muss ja nichts heißen, ne? Es sind noch bestimmt ein anderes im Hintergrund offen. So, es geht ein bisschen steiler bergauf, deswegen dürfen wir auch ein bisschen Futter wieder fahren. Dass wir so ein bisschen mehr Schub gehen, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Wurde es plötzlich wieder ruhig. Ist schon schön, auch wenn man nichts sieht, aber... Trotzdem schön. Dieses, also ich habe das Gefühl, dass zumindest bei mir das so ist, dass dieses Güterfahren oder Güterzugfahren, dass das so ein bisschen mehr so die, wie soll ich sagen, zum Träumen und zum Verweilen einlädt, einfach weil man halt nicht so, zum einen nicht den Zeitdruck hat. Und zum anderen halt nicht so oft halten muss, Türen auf, Türen zu und wir losfahren. Sie aber das kann ich auch nur so ein First bad person sehen, genau, das kann natürlich auch mal bei, ne? Bei mir so sein. Aber das Fahrfeeling ist halt komplett anders irgendwie. Ein bisschen bergauf. Wir für einen kurzen Zeit dürfen, kurzen Abschnitt dürfen wir wieder schneller fahren, dann müssen wir wieder langsamer fahren. Immer wieder dieses Hin und Her. Okay, das nächste ist sowieso dann hinten gelb. Wir bleiben bei der 70. Auf die paar. Auf die 2 Kilometer kommt es noch wenig an. Oder? Komm, wir geben mal kurz ein bisschen Schub auf 80 hoch. Und dann nehmen wir das wieder ein bisschen, dann nehmen wir den Leistungsregler raus, den Rest räumen wir dann aus ungefähr. Sollte er ungefähr hinhauen, schätze ich einfach mal. Zumindest so, dass wir halt noch kurz in die 1A bremsen müssen.
Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung. Ja, beim nächsten Mal fahre ich einfach diese 20 Kilometer pro Stunde mehr nicht aus. Auf die Scheiße habe ich keinen Bock. Guck mal hier, wenn man mal wieder anfährt. Ja, Zwangsbremsung. Ich weiß, Schnauze. Zugbeeinflussung. Dahin, dahin. Jetzt natürlich nicht die 45 überschreiten. Belassen wir erstmal dabei. Ich glaube, nach Kreuz, da kommt man, glaube ich, immer noch mal ein Abschnitt, kann er sein. Dass wir danach noch was haben. Naja, gut, nochmal einen für den Tropf und 13 und so halten. Also noch ein Stückchen danach wahrscheinlich. Können wir von der 110 fahren, okay. Zugbeeinflussung. So, dann sind wir jetzt auch da raus. Jetzt 110 Kilometer pro Stunde fahren, dann würde ich sagen, tun wir das auch mal. So, wir fangen damit einfach mal ein bisschen an, dass wir auf die 110 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Wunderbar. So ein bisschen wieder von oben nach unten gucken, da sieht man wieder ein bisschen mehr.
Schokolade noch geben. Das die Geschwindigkeit die halten wir so ungefähr. Mal gucken, hoffentlich verbleibt das jetzt so ohne weitere Probleme. Ich bezweifle es, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Ebnet sich wieder. Auf. Wir belassen es einfach mal mit dem Stück, den wir jetzt gerade haben, und lassen uns mal ein bisschen ausrollen. Sofern wir dürfen. Wo es halt durchgehend machen können, ist halt die Frage, aber sobald wir die 80 erreicht haben, werden wir dann das Tempo halten. Oder zumindest versuchen zu halten. Die 90, die halten wir zumindest schon mal. Waren 60, dann entschleunigen wir auf die 60. Was sagt's hier? 70, okay. Dann bleiben wir ungefähr bei der 60. Bei der 60, dann muss er also wieder hinkommen. Oh Gott. Da haben wir die 60. Wir haben die 60 zwar nicht, aber ja. 50 ist auch zumindest schon mal was. Oh, nur 5,6 Kilometer. Denn hier haben wir den Gleiswechsel. Dafür waren die 60 gedacht, jetzt kommen die 80.
die wir theoretisch gesehen fahren dürften. Ah, das ist der Abschnitt, wo wir. Das ist das Szenario, wo wir auf der linken Seite fahren, weil da irgendwie und so war oder so, ne? Oder? Ah ne, Moment, das wäre ja bei der vorherigen. Warum fahren wir jetzt noch hier auf der linken Seite? Oder war es sowas ähnliches? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist echt. Es ist mehr als nur ein bisschen zu lange her. Langsam fahrenden Zug. Haben wir den gerade eben überholt? Oder überholen wir den jetzt? Weil das ist ja eigentlich eine Umgehungsstrecke, ne? Okay, da kommen gleich die 70 Kilometer pro Stunde, dann bleiben wir bei den 70. Beschleunigen wir garantiert nicht mehr. Die dritte Zwang ist in dieser Folge, bekommen wir sowieso noch. Wir müssen uns jetzt nicht forcen. Nur noch 5,8 Kilometer bis. Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung. Zwangsbremsung, Zwangsbremsung, Zwangsbremsung. Bis Kreuztal wollte ich sagen. Warum ich jetzt diese Zwangsbremsung bekommen habe, weiß ich dann wirklich nicht. Also ich hab hier Dings wachsam gemacht und wir waren noch bei 70. Hä? Und was habe ich nicht gesehen außer die 70? Also hä? Okay. Ich sag ja, die dritte Zwangse bekommen wir sowieso noch, da müssen wir sie nicht forcen. Ich hab sie nicht geforst und wir haben sie trotzdem bekommen. Tolche. Ausgerechnet noch so in dem Abschnitt auch noch, das ist auch wieder geil. Läuft ja wieder richtig hier.
Beeinflussung. Ein bisschen Schub müssen wir mal geben. Ansonsten zieht uns die Schwerkraft nach unten. Nun ja, ist halt wie es ist. Okay. Man müsste aber wahrscheinlich gleich wieder aus dem rechten Gleis gehen, oder? Ich kann mich aber am besten Willen echt nicht mehr daran erinnern. Na, vielleicht schaffen wir es ja noch heute nach Kreuztal. Alles, was jetzt so langsam an Strecken Dings dazukommt, an Zeit dazukommt, ist quasi zur Zeit, zu dem Szenario. Das hätte jetzt prinzipiell vorüber sein müssen. Boah, es sollen können. Hätte, ne? Luftlinie ist auch immer noch ein bisschen triggernd. Allerdings auch nur, wenn man es weiß. Dann fällt es einem besonders auf. Da verschwand mal ganz kurz der Regen. Sind 4 Kilometer ein rotes Signal, das ist nicht verwunderlich, denn da ist ja unser Haltepunkt ungefähr. Oder wahrscheinlich ist unser Haltepunkt dann wirklich in 3,8 Kilometern oder sowas in der Richtung. Es ist halt auch wiederum die Frage, sind die Angaben, die man hier oben sieht, die man oben rechts sieht und die quasi fest verankert sind und nicht interaktiv, die nicht frei beweglich über dem Bildschirm huschen wie der Wegpunkt. Das sind wahrscheinlich die, an die man sich von der Streckenbemessung her am ehesten halten kann. Weil es halt so gesehen Fixpunkte sind, feste Punkte. Ich würde behaupten, es gibt Bronze vielleicht, Silber, also Bronze wahrscheinlich auf jeden Fall, Silber, ich weiß nicht so recht, und Bronze auf keinen, ach, und Gold auf keinen Fall. Fürs Abschließen dieses Szenarios, das sind zumindest meine Tipps.
Sie fahren. Wie es im Endeffekt ist, werden wir dann sehen. Wir haben eigentlich noch sogar noch zwei weitere Strecken aus deutschem Raum für Trainsim World. Ob ich dann von dort eine nehme oder ob ich dann eher auf amerikanisch wieder ein bisschen gehe. Oder mal auf amerikanisch gehe. Mal gucken. Weil ich kann ja im Grunde noch beides mal aufnehmen und dann je nachdem dann hochladen. Ist auch noch eine Möglichkeit. Wir bleiben einfach bei der 40. Sagen Sie nochmal vierten Coming? Fragezeichen. Auf jeden Fall müssen wir gleich halten. Deswegen müssen wir runter auf 25, glaube ich. Problem bei dem Nachgebremsen, man muss halt quasi entgegengesetzt Gas geben, damit man nicht zu spät, zu früh zum Stehen kommt, also damit man nicht ganz zum Stehen kommt. Das muss man halt immer ein bisschen einberechnen, dass man halt noch ordentlich was hat, was dagegen drückt. Beziehungsweise was dagegen zieht? Ich weiß es nicht. Was in diesem Fall die richtige Bezeichnung dafür ist. Vor allem die Bremsen beginnen spät und wirken lange noch nach. Das ist auch so ein Ding. So. Haben wir es hierhin zum Beispiel mal geschafft. Wir erhalten Berichte über Störungen auf der Strecke. Sobald wir mehr wissen, geben wir Bescheid. Ah, das ist ja toll. Mit warten. Für eine Minute warten. Okay. Warten wir bis 57 oder ungefähr 58.
Die Strecke ist blockiert, deshalb müssen Sie im Rangierbahnhof Hinnentrop anhalten, bis wir weiter nach Kreuzfahrt leiten können. Ja, das sind jetzt nur noch 1,3 Kilometer, die kriegen wir auch noch locker flockig runtergefahren und haben dann auch gar nicht mehr so viel Nachspielzeit so gesehen. Wollen wir mal. Zwangsbremsung, 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 Zwangsbremsung. Zwangse Nummer 4. Noch nicht, noch nicht. Wie wäre es mit jetzt? Geht doch. Zugbeeinflussung. So, 1,2 Kilometer bis Fintrop 13. Dann könnten wir uns prinzipiell auf Rursig Nord mit den hier Dings, mit dem Fabian-Moos beschäftigen. Wie gesagt, prinzipiell. Aber es gibt ja noch viele andere Szenarien, die es noch zu befahren gibt. Zugbeeinflussung. Oh, den Scheiß, da sind wir mal drauf. Kommen wir da erstmal nicht raus. Ist ja auch Jacke wie Hose, wir hatten ja sowieso. Zugbeeinflussung. Ah, oh ja. Sind wir in der Vorüberwachung von 70? Das sind natürlich eh noch 50. Wenn wir wechseln das Gleis. Und halten dann sowieso gleich. Dann beenden wir mal das Szenario mehr oder weniger, nachdem wir gehalten haben.
Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber als nächstes so gesehen in Angriff genommen bekommen wollt, hier amerikanische Strecken oder ob ich mit den Dings weiter, mit den deutschen Strecken weiter fortsetzen soll. So jetzt an neuen Sachen, sag ich mal, so an ich glaube Rapid Transit, da kommt ja noch eine neue Sache, noch ein Szenario, aber ob ich halt mit oh Gott, was war denn das nochmal? Einmal mit Ruhrsieg Osten oder so um den Dreh und einmal hier dieses mit dem was Garmisch-Partenkirchen. Ob ich da das nächste Video so gesehen hochladen soll, so an, ob wir uns da als nächstes ransetzen sollen oder eher an die amerikanischen Strecken. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ja. Genau. Kommen wir sowieso beides. Je nachdem, was ihr wollt, kommt man zuerst. Etwas weit, aber gut. So, dann wollen wir die Parkbremse aktivieren. Den Hauptschalter aus. Haupt in Dings aus auch. Hier Dings Bums. Ach, haben wir beides. Geht beides vorne und hinten. Okay. Verzeihen Sie, wenn ich verspätet bin, sobald wir mehr wissen, geben wir Bescheid. Okay. Dann steigen wir aus dem Zug aus und genehmigen uns eine Pause. Zeit benötigt 15 Minuten mehr. Okay. Oh, Goldmedaille doch noch. Okay. Sind Level 19 Rosig Nord auf Level 6. Die BR 185.2 auf Level 4. Wir haben, wie gesagt, 1,5 benötigt. Haltegenauigkeit war eigentlich ganz in Ordnung. Ja, auch Geschwindigkeit war eigentlich immer drunter. Größten Teil, also eigentlich immer und 44 Kilometer Länge war die Strecke, die wir gefahren sind und wie gesagt 5761 Erfahrungspunkte und eine Goldmedaille. Ja, ne? Wie bereits gesagt, ne? Schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr zuerst sehen wollt. Ansonsten gucke ich mal selber, was ich als zuerst rausbringe und so weiter. Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Dings Fisch, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier mit einem Video auf dem Kanal. Und ich weiß, kann nicht mehr hier reden oder von Trains the World und so weiter. Mach's gut.